Hier, ganz wichtig, weil die Substanz angegriffen ist. Da müssen wir mal ins Detail. Unser großes Problem hier im Bad ist natürlich das dauerhafte Hinterlaufen der Fliese im Duschbereich. Überall dort, wo organisches Material mit Wasser zusammenkommt und Zeit hat, fängt es an zu schimmeln und zu gammeln. Ja, ganz wichtig ist natürlich Atemschutz. Ja, wir haben hier einen schwarzen Schimmel, damit er nicht Husten anfängt. Auf lange Sicht müssen wir natürlich schauen, ist möglicherweise auch der Estrich unterlaufen. Hier haben wir eine Fußbodenheizung. Das birgt natürlich ein Risiko, was unser Zeitfenster betrifft. Im schlimmsten Fall muss hier auch noch der Estrich raus. Hier ist Pandoras Box definitiv offen. Aber ist es wirklich so schlimm, wie es aussieht? Oh. Also eigentlich bin ich völlig außer Puste gerade. Aber so schlimm, wie wir gedacht haben, also so schlimm, wie die Wand aussieht, so schlimm sieht es Gott sei Dank hier unten im Estrichbereich doch noch nicht aus. Wir haben zwar leichte feuchte Spuren auf dem Estrich, aber die sind halt nicht von Schimmel befallen, so wie die ganzen Wände hier ringsrum von dem Badezimmer. Hier haben wir gerade so noch mal Glück gehabt, aber wir haben ja noch etliche andere Baustellen hier auf unserer Baustelle. Und eine Baustelle braucht bekanntlich viele Baustoffe. Hier werden gerade über 11 Tonnen angeliefert. Das ist ja mit Hänger und der ist ja voll. Wenn das immer oben aus dem Hänger rausguckt, das macht dann mir schon mal große Sorgen, wo ich das alles unterkriegen muss. Ja, wir fummeln uns da jetzt einfach mal so durch. Besser fummeln als schleppen. Also das ist jetzt hier schon wirklich eine sehr, sehr große Lieferung, selbst für unsere Verhältnisse. Aber das liegt daran, wir haben es mit einem Fertighaus zu tun. Und da ist es wirklich so, dass wir in der Regel alle Bestandswände auch noch mal mit Gipskarton bekleiden. Und deswegen brauchen wir so viel Material. Aber bevor neues Material ins Haus kann, muss vor allem Material aus dem Haus hinausgeschaffen werden. Und da ist gerade nicht wirklich ein Ende in Sicht. Ja, was nach Abriss aussieht, ist auch der Fall. Allerdings haben wir heute unser Tagesziel nicht erreicht. Der Abriss ist noch nicht durch. Aber es gibt auch gute Neuigkeiten. Richtig, ich habe jemanden gefunden, der uns bei dem Garagenumbau unterstützen wird. Die Kollegen kommen morgen, gucken sich alles an, aber sie werden auch sofort dann anfangen können mit dem Arbeiten. Das ist sehr gut. Und wir hören jetzt auf mit Arbeiten. Nämlich machen Feierabend. Feierabend. Raindrops are falling on my head. Tag 2 auf unserer Baustelle in Appen. Bei dem nasskalten Wetter kommen diese Jungs genau zur richtigen Zeit. So. Hallo John, guten Morgen. Hey, moin. Bring die neue Heizung. Ihr bringt Gutes. Prima, wunderbar. Die habt ihr im LKW? Ist noch im offenen LKW, ganz genau. Die Heizung kommt in den Keller, da gehen wir jetzt mal hin. Die alte Anlage hatte vor allem in der Regulierung ihre Tücken. Das ist die alte Heizung, ja, schon mal so ein bisschen freigelegt, dass wir die Anschlüsse gesehen haben und. Okay. Die kann raus und ja, das wäre euer Wirkungsbereich. Ja. Könnt direkt loslegen. Die alte Heizungsanlage hier bei Familie Zirn ist in die Jahre gekommen und war allemal unwirtschaftlich und hat in Teilen nicht funktioniert. Wir haben eine neue Anlage geplant und damit ist das Heizen jetzt auf dem neuesten Stand. Somit passt sie in 8 Tagen hoffentlich auch zum Rest des Hauses. Wolfgangs Kontakte tragen Früchte und nehmen sich der Außenbaustelle Garage an. Sie ahnen aber noch nicht, was für ein Großprojekt das werden wird. Ja, schön, dass es geklappt hat, dass ihr so kurzfristig hier uns unterstützt. Also wir haben es hier unten feucht und hier ist auch mal Feuchtigkeit schon über lange Zeit runtergelaufen. Also wir haben hier tatsächlich einige Undichtigkeiten in dem Dachbereich. Und das wird sicherlich darum gehen, dass wir dieses Dach irgendwie erneuern müssen. Ja, wir sind hier. Gut. Und dann würde ich sagen, machen wir nicht nur ein komplett neues Flachdach mit Abdichtung, sondern wir machen mal eine schöne Traumgarage daraus. Eine Traumgarage? Ja. Na, ich lass mich mal überraschen. Wolfgang lässt sich überraschen, aber Eva weiß da schon ein paar Details mehr. Zunächst einmal sollte ja eigentlich nur das Garagendach abgedichtet werden, damit keine weiteren Bauschäden entstehen. Aber jetzt entsteht an der Garage ein Riesenprojekt. Das Dach wird gemacht, komplett Ausstattung auch an Möbeln, neuer Boden. Also das hier ist schon eine kleine Zuhause-im-Glück-Baustelle für sich. Und die eigentliche Baustelle im Haus hat es spätestens jetzt wirklich in sich. Im Bad sollen heute 3 Wände fallen, aber die spielen nicht mit. Hör auf, wir machen uns total zur Feile hier. Wir müssen umplanen. Das wird nichts. Ich komme mit meinem Blatt überhaupt nicht richtig rein hier. Keine Chance. Also hier ist Beton mit Styropor vermischt. Das ist ungefähr so,
als ob ich mit einem Stämmer ins Kissen stemme. Ne? Also das ist irgendwo weich, aber irgendwo auch wieder stahlhart. Hier ist der Bauleiter gefragt. Wolfgang! Wolfgang! Ah, Wolfgang! Was gibt's? Wir brauchen ein anderes Gerät. Für was? Für die Betonwand. Ich komme nicht durch. Sascha kommt mit dem Stämmer nicht rein. Wir haben keine Chance. Also auch mit unserer Flex keine Chance, das vorzuschneiden? Nicht einen Zentimeter. Ja, wir dachten eigentlich, dass wir schon längst fertig sind, die Badwände abzureißen. Aber das funktioniert leider so überhaupt nicht. Die sind sehr, sehr widerspenstig. Und das heißt, wir müssen jetzt erstmal ein spezielles Gerät besorgen, um die wegmachen zu können, diese Wände. Also das wird alles noch ein bisschen dauern. Und das auf einer Baustelle, wo Zeit ein so kostbares Gut ist. Fortschritt ist gefragt und den gibt es immerhin im neu entstehenden Esszimmer. Dort soll mit der neuen Küche auch bald das neue Familienzentrum einziehen. Apropos Küche. Also es ist gerade nicht das perfekte Ausladewetter für die größte Küche oder eine der größten Küchen, die wir hier hatten. Aber man kann sich nicht aussuchen und hier im Norden ist es leider oft so wie jetzt. Mit vereinten Kräften geht das. Wir haben kurze Wege. Wir haben das Wohnzimmer freigeräumt. Da wird die Küche zwischengelagert. Und die Küche ist ja auch noch mal verpackt. Also die 10 Meter besteht sie unbeschadet. Unbeschadet sind leider auch die Wände im Bad. Aber Wolfgang wäre ja nicht Bauleiter, wenn er dieses Problem nicht lösen könnte. Ja, Wolfgang hat endlich ein großes Schneidgerät organisiert. Damit können wir jetzt die Wand, den Stahl, alles komplett durchschneiden. Wir stemmen jetzt weiter frei weg, dass es schneller geht. Und ich unterstütze die Jungs mit Wasser, damit das nicht ausglüht. Somit kann der Abriss im Bad endlich weitergehen. Aber an Tag 2 leider noch nicht beendet werden. Ein gutes altes Sprichwort sagt, alle guten Dinge sind drei. Aber leider trifft das auf unsere Baustelle hier überhaupt nicht zu. Dieser Vorraum ist das Einzige, was tatsächlich schon nach dritten Tag aussieht. Wenn ich mir das hier angucke, das ist größte Verzweiflung. Außer Verzweifeln bleibt uns hier wirklich nur noch viel harte Arbeit für den Tag. Und wir hoffen mal, dass zumindest heute Abend endlich dieser ganze Mist hier raus ist. Abriss an Tag 3 kommt vor, kann aber keiner gebrauchen. Stimmt wenigstens der nächste Raum optimistisch? Das hier wird mal das Schlafzimmer. Es ist noch nicht wirklich viel passiert. Und das hier soll eigentlich mal ein Kinderzimmer werden. Man braucht ganz, ganz, ganz viel Fantasie, um das jetzt schon zu erkennen. Es fehlen die Wände, es fehlt die komplette Installation. Alles abhängig von dem Badabriss. Im Erdgeschoss ist also eher Land unter. Aber Kapitän Wolfgang fährt gerade in ruhigere Gewässer, respektive ins Obergeschoss. Kinderzimmer Nummer 1. Hier sind zumindest mal die ganzen Tapeten ab. Jetzt werden die Holzflächen hier gestrichen. Aber es ist auch noch ein Haufen Arbeit. Hier erkennt man eigentlich auch schon so ein bisschen, was es mal werden soll. Es ist schon gespachtelt und sogar schon einmal geschliffen. Das ist für den dritten Tag wirklich ein sehr gutes Ergebnis. Wenigstens hier ist Land in Sicht. Volle Fahrt voraus, auch in Frederiks Zimmer. Auch hier haben wir natürlich noch einiges zu tun. Diese ganzen Holzflächen müssen noch gestrichen werden. Aber Gott sei Dank streichen wir sie nicht, sondern wir spritzen das mit einem Airless-Gerät. Das geht dann, wenn das alles vorbereitet ist, recht flott. Der Kapitän hat nun wieder den Überblick und die Matrosen sind abermals an Bord. Zeit, das Segel zu hissen, denn der frühe Vogel fängt den Wurm. Na, die alte Tür ist nicht mehr dicht. Es weht richtig der Wind rein, es regnet rein. Zudem ist er auch noch einfach verglast. Das heißt, im Grunde genommen, der Unterschied zwischen dieser Tür und keiner Tür ist minimal. Maximal wird aber die Verwandlung sein, wenn das gute Stück erstmal drin ist. Auch Freunde der Familie unterstützen, damit Ann-Kathrin endlich heimkehren kann. Ja, als wir gehört haben, dass noch ein paar Aufgaben übrig blieben, wo Unterstützung gefragt war, haben wir natürlich im Freundes- und Bekanntenkreis gesagt, das machen wir gerne, um hier einen Neustart möglich zu machen. Das Faszinierende an der Situation ist, dass durch diesen Umbau und dass all das, was jetzt bewegt wird, es wieder möglich wird, dass die Familie hier zusammen sein kann, dass Ann-Kathrin sich hier bewegen kann. Und das ist eine fantastische neue Situation. Neu soll fast alles im Haus werden. Und auf dem Weg dahin gibt es Meilensteine, die einen Neuanfang lautstark ankündigen. Der letzte Stein ist gefallen und somit ist der Abriss tatsächlich geschafft. Wurde auch höchste Zeit an Tag 3. Und wie läuft es im neuen Eingangsbereich? Ui, der Türrahmen sitzt.
Na, passt es bei euch, Jungs? Super, ja. Wir richten die jetzt aus. Wir wollten es nur mal besprechen und mit Fußboden. Und zwar hatten wir mitbekommen, dass mir die Schwelle 1,5 cm höher setzen sollen, da ja noch hier unten ein neuer Fußbodenbelag draufkommt. Es ist super, dass die Jungs jetzt nachgefragt haben bei dem Hochsetzen der Haustür. Wir wollen nämlich den Eingangsbereich wieder fliesen. Das ist sehr pflegeleicht, vor allen Dingen, wenn man mit einem feuchten Rollstuhl in den Flur fährt. Und deswegen brauchen wir ein bisschen Spiel für den Boden. Mir wäre es recht, wenn wir doch noch ein bisschen höher kämen. Also auf 2 oder 1,5? Eher so 1,8. Also es wird jetzt das Ganze noch mal um etwa 5 mm höher gesetzt, sodass wir sehr schön mit den neuen Fliesen drunter laufen. Und dann wird es später mit Silikon abgezogen. Okay, nee, dann richten wir alles aus, machen soweit fertig und rufen wir dich noch mal. Okay, ja, ja, alles klar. Super. Im Obergeschoss scheint der Plan aufzugehen, früher fertig zu werden. Und im Erdgeschoss kann man bei der Entstehung des Bades nun sprichwörtlich zuschauen. Heute ist es im Dachgeschoss schon so weit, dass wir mit den Lackierarbeiten anfangen können. Wir haben uns entschieden, die Paneele drin zu lassen. Sie ist allerdings viel zu dunkel und wir wollen helle Kinderzimmer schaffen. Und deswegen werden unsere Maler erstmal mit dem Farbsprühgerät arbeiten, um alles zu grundieren. Wie lange braucht ihr? Halbe, dreiviertel Stunde maximal, ne? Das ist cool. Und dann Trocknungszeit, 3-4 Stunden? Also ich denke, über Nacht soll es schon trocken werden, richtig. Also können wir das Farbegerät doch erst morgen machen? Ja. Also dadurch, dass es eine Grundierung ist, dann sollte ich auch schon richtig aushaben, ne? Richtig fest werden. Wenn man das beherrscht, und das geht relativ schnell, ist es eine enorme Zeitersparnis. Weil so eine Paneelwand, oder wir haben ja hier mehrere Schrägen, die beplankt wurden, die mit der Hand zu lackieren, das kostet so viel Zeit. Und mit den Farbsprühgeräten arbeitet man exakt und schnell. Schnell sind auch die Jungs mit der Haustür. Ein bisschen zu schnell für Wolfgang. Aber sie geht wenigstens zu. Ach, Wolfgang, hi. Herein, herein. Ich bin so klein und unscheinbar, ihr habt mich übersehen. Ja. Gut, ich sehe, ihr habt die Tür fertig. Genau. Also sieht von außen auch geschlossen sehr gut aus. Dankeschön, danke. Also ich bin tatsächlich glücklich. Die Tür ist super schön. Das vorher, das war zwar eine Tür, aber das war ja echt gar nichts mehr wert. Vielen Jungs, Dank. Vielen Dann Dank. Macht's gut. Macht's gut. Und schönen guten Gruß Heimweg. An die Familie. Ja. Ciao. Also, Moment, stopp. Schlüssel. Oh, die Frau, die Ja. Ciao, ist gut. Vielen Dank, tschüss. Wir haben eine Markise direkt neben dem Wohnzimmer geplant, sodass Ann-Kathrin den Bereich auch im Außenbereich nutzen kann. Allerdings, was nützt die schönste Markise, wenn man keine Terrasse hat? Und umso schöner ist es, dass Sie ein Highlight bekommen. Durch die Helfer wird ein großer Teil, eine Terrasse, angrenzend zum Wohnzimmer auch noch gemacht. So kann Familie Zirn bald nicht nur die Innenräume des Hauses, sondern auch einen neuen Außenbereich mit passender Markise genießen. Toll wäre es, wenn wir hier möglichst hoch kämen, damit Ann-Kathrin mit dem Rollstuhl hier drüber fahren kann. Wir haben noch eine Rampe, die wir auflegen können. Ja. Eine Fertigrampe. Allerdings hilft es uns natürlich schon mal, wenn jeder Zentimeter von den Platten nach oben geht. Um die Platten halt höher zu bringen, dachten wir, wir nehmen ein bisschen was aus dem Sandkasten raus. Entwenden wir da einfach mal ein bisschen was. Und dann kommen wir ein bisschen höher. Und den Sandkasten können wir im Frühjahr wieder auffüllen. Weil jetzt im Winter spielt er ja keiner. Ne? Aber ich finde es toll. Weil dann haben wir eine erhöhte Terrasse. Und wir haben dann durch die Platten, die hier runterführen, auch gleich die Zuwegung zur Garage, die ja auch neu gemacht wird. Okay, vielen Dank für eure Unterstützung. Jo. Die Außenbaustelle läuft wie am Schnürchen. Obwohl, da gibt es ja noch eine weitere. Und die ist noch weit entfernt von der angekündigten Traumgarage. Hey, das sieht ja wüst aus. Boah. Moin, John. Alles gut? Ja, alles gut. Ich komm mal runter, ne? Jo. Normalerweise kommt alles Gute ja von oben. Hier leider eher weniger. Wir haben oben die Dachbahn abgenommen und dann ist es sofort passiert. Ja. Fast eingebrochen. Einmal das und auch hier die Bretter, das muss ja noch weiter geöffnet werden. Ne? Das merkt man von oben, das schwingt alles. Ja. Wir haben hier entdeckt, dass die Dachkonstruktion wirklich gefährlich angegriffen ist. Wenn wir das jetzt nicht entdeckt hätten, hätte die Decke in der Tat runterfallen können bei Höchstlasten. Das heißt, Wasser sammelt sich, das gefriert, Schnee kommt drauf. Und dann haben wir so hohe Lasten, dass diese Balken nicht mehr tragen und dann krachen die runter. Hier kam also die Garagenrettung in letzter Sekunde. Im Haus läuft's rund und in Max' Zimmer werden gerade die ersten der insgesamt 500 Liter Farbe an die Wand gesprüht. Dem Team bleiben noch knapp 100 Stunden. Die Terrasse nimmt zumindest Form an. Die Holzarbeiten sollen es auch. Ich sehe einen glücklichen Al.
Wie immer. Nein, der Abriss ist durch. Die Sonne scheint, kein Lärm, kein Dreck. Und du kannst endlich in deinem Gewerke arbeiten. So ist es. Elle beginnt heute mit den Schreinarbeiten, vor allen Dingen für die Kinderzimmer. Die bekommen Einbauten, spezielle Anfertigungen. Darauf freue ich mich sehr. Und das hier ist bestimmt das Schönste. Dieses Tipi, was für Frederik entsteht. Das Bett bekommen wir vom Kindermöbelhersteller. Und okay. Dieses Tipi wird einfach oben drüber gesetzt, sodass er es später irgendwann mal wegnehmen kann, wenn er es nicht mehr mag. Und die Vorderseite kannst du aus MDF machen, wo wir den Einstieg haben. Da werden wir später noch einen Vorhang reinhängen. Ja. Ja, dann lasse ich die Zeichnungen da. Ja, sind schöne Aufgaben. Freue mich. Und genieß dein Sonnenplätzchen. Auf jeden Fall. Okay. Dankeschön. Danke. Meilensteine auch in der Garage. Doch was dahinter steckt, bleibt vorerst geheim. Die geplanten 120 Trockenbauplatten sind noch nicht verbaut. Dafür wurde draußen gerade die letzte Platte gesetzt. Na, Michael, ach, das sieht ja... Ich glaube, wir sind durch. Das sieht ja fantastisch aus. Was ihr in der kurzen Zeit geschafft habt, ist das super geworden. Ja. Ja, aus den Platten, die hier so aus der Nachbarschaft teilweise kommen. Jeder hat eine Platte gespendet. Super. Wir sind nicht vom Fach und hätten auch alle nicht erwartet, dass es so schnell geht. Also wir sind auch alle selber ein bisschen stolz, jetzt hier das so schön hinbekommen zu haben. Es hat echt auch Spaß gemacht. Wunderbar. Also, schönen Feierabend. Danke. Und ja. Wir sehen uns spätestens dann, wenn die Familie zurückkommt. Ja, ne? Tschüss. Danke, ja. Tschüss. Tschüss. Das Helferprojekt Terrasse hat sich mehr als gelohnt. Die Zirns werden dieses neue Plätzchen sicher lieben. Jetzt zur Halbzeit unserer Baustelle können wir sagen, im Obergeschoss sind wir gut im Zeitplan, da scheinen wir unser Ziel zu erreichen, aber im Erdgeschoss, da geht's noch drunter und drüber. Ein eher mittelmäßiges Fazit für das Bergfest der achttägigen Baustelle.